So, das haben wir. Sagt sie doch nicht! Die sind doch keine Bayern-Fans! Stell dir mal vor, jemand hört uns das sagen! Was denken die Leute da nur von uns? Na ja, chill, aber mal, by the way, warum habe ich dich hierher gebeten? Wie hast du dieses verdammte Scheiß gekriegt? Heiligen Geist! Also, hast du es mit dem Heiligen Geist getrieben? Nein! Das war einfach da! Das muss ich jetzt erstmal verkraften. Das sieht ein bisschen angepisst aus. Das ist ein kleiner Fleck. Und außerdem siehst du so aus, als ob du unser Kind in einem Holzauto hin und her schiebst. Das ist ja auch so. Bloß, dass kein Kind drin ist. Wo ist unser Kind? Egal. Jetzt sind wir reich und die wissen gar nicht, dass wir da kein Kind haben. Bist du dumm oder so? Hast du das nicht gecheckt? In den Geschichten sind es immer vier. Das war nur einer. Drei, du Vollidiot. Wie kommst du nur auf vier? Ja, den Schwarzen mitgezählt, nur racist. Dann nennst du trotzdem nur drei, du Vollidiot. Außerdem müssten wir nach den Geschichten jetzt auch in einem Stall sitzen. Und wir müssten altmodische Kleidung tragen. Und wir hätten vorhin nicht über Summer reden können, weil sie ihn noch nicht gab. Und das Kind dürfte noch nicht geboren sein. Doch. Es ist Heiligabend. Und außerdem ist das Kind nicht da. Was heißt, dass es nicht die Geschichte ist? Du bist ein Vollidiot, du versuchst alles, Mann. Ja. Nie machst du irgendwas richtig. Ich eile mich um das Zimmer zu machen und du verraust dich. Ich will dir jetzt mal was sagen. Und zwar sind sogar diese ganzen Spiele hier besser als du. Dass das hier nur ein Schauspieler ist und wir hier gefilmt werden, macht's auch nicht gerade besser. Sorry. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ganz besonders über eine positive Bewertung freuen. Und diejenigen, die schon seit ein paar Jahren dabei sind hier auf dem Kanal, werden jetzt wahrscheinlich sich denken, das Video habe ich doch schon mal gesehen. Ja, da liegt ihr sogar richtig. Ich habe das 2013 an Weihnachten schon mal gedreht, aber damals war es ziemlich schlecht produziert. Ist euch vielleicht eventuell aufgefallen und ich habe halt noch ein bisschen, ganz bisschen die Sätze verbessert und neu geschrieben und so und natürlich gesagt. Ja, einfach weil ich ein besseres Produkt haben wollte, dafür, dass es halt eigentlich schon recht gut angekommen ist und so. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Man sieht sich. Ciao.